Es ist normal, verschieden zu sein. Eine Selbstverständlichkeit für die sehbehinderte Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Irmgard Badura. Ebenso wie für die diesjährigen Preisträger von Joberfolg 2013. In der Straubinger Josef-von-Fraunhofer-Halle sind deshalb am Dienstag 4 Betriebe und 3 Behörden ausgezeichnet worden. Sie engagieren sich beispielhaft dafür, dass Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz bekommen. Zum Beispiel die Quote insgesamt der schwerbehinderten Menschen, ob sie auch wirklich vorbereitet sind für, wenn jemandem was passiert, wenn sie ihn einstellen, sogenannte Integrationsvereinbarungen. Also da gibt es so Instrumente, die wichtig sind. Und mir ist es wichtig, so ein Gesamtbild vom Betrieb, vom Betriebsklima wahrzunehmen. Und das liest man auch raus aus einer Bewerbung. Zum Beispiel aus der von Herbert Kern. Der Chef des Familienunternehmens Kernbau GmbH aus dem Landkreis Freyung-Grafenau beschäftigt seit rund 40 Jahren Menschen mit Behinderung. Derzeit arbeiten bei ihm 5 Menschen mit Handicap. 4 auf der Baustelle und eine 16-jährige Auszubildende im Büro des Bauunternehmens in einer alten Brauerei. Natürlich sind da sehr viele Schwellen, bei jeder Türe kann man sagen. Dort haben wir kurzerhand den Schreiner kommen lassen und haben dort Rampen eingebaut. Wir haben einen Besprechungstisch entfernt und haben dort einen für die Denise geeigneten Schreibtisch fertigen lassen vom Schreiner. Und das Ganze war in 14 Tagen geschafft und die Denise hat arbeiten können. Der Preis Joberfolg wird schon seit 9 Jahren von der Bayerischen Staatsregierung, dem Bayerischen Sozialministerium und dem Landtag verliehen. In diesem Jahr waren es mit 38 Bewerbern ungewöhnlich viele Teilnehmer. Trotzdem, Landtagspräsidentin Barbara Stamm sieht immer noch starken Nachbesserungsbedarf auf dem ersten Arbeitsmarkt. Auch das Potenzial und die Leistung auch von Menschen mit Handicap einfach sehen, sie wahrnehmen und einfach Möglichkeiten auch bieten, dass sie auch Arbeit bekommen, dass sie sich beruflich weiterentwickeln können. Wir wissen alle, der Mensch muss wissen, dass er gebraucht wird. In bayerischen Unternehmen beträgt die Beschäftigungsquote 3,8%, im öffentlichen Dienst sogar 5,8%. Es ist normal, verschieden zu sein. Das wollten auch zahlreiche Straubinger am Tag der Menschen mit Behinderung zeigen. In einem Sternmarsch zogen sie auf den Straubinger Christkindlmarkt und feierten dort einen Gottesdienst.